Wir begrüßen Sie wieder zu unserer Serie über die Kohlebergwerke hier im Ruhrgebiet. Heute besuchen wir die letzte Kohlezeche im Ruhrgebiet, die 2018 geschlossen worden ist. Prosper Haniel in Bottrop. Im Dezember 2018 gingen die Lichter aus und die Kohleförderung wurde für immer im Ruhrgebiet eingestellt. Bis 2016 war der Schacht 10 mit der Schachtanlage und der Zeche in Ippenbüren im Münsterland die beiden letzten aktiven Kohlenzechen im Ruhrgebiet. Die Schachtanlage Prosper Haniel Schacht 10 lag in einem Waldgebiet am alten Postweg in Bottrop-Kirchhellen. Wir haben uns mit unserer Drohne mal einen Überblick verschafft, was von der glorreichen Zeit der Kohleförderung auf Prosper Haniel Schacht 10 noch verblieben ist. Man kann wohl sagen, dass dieser Schacht 10 eine der modernsten Zechen im Ruhrgebiet gewesen ist. Mit der Schließung der Zeche im Jahre 2018 und mit dem Start der Verfüllung des Förderschachtes wurde dann im Jahre 2021 begonnen. Wie unser Drohnenfilm zeigt, gibt es schon einige freie Flächen, wo der Abriss der Zeche schon stattgefunden hat. Und Teile der ehemaligen Schachtanlage sind schon verschwunden. Der Strukturwandel hat also begonnen. Vielleicht werden wir in einigen Jahren den Zechenstandort nicht mehr wiedererkennen. Und das Gelände wird anderweitig genutzt. Darum genießen Sie diese vielleicht letzten Aufnahmen von Schacht 10. Wir sagen danke, dass Sie zugeschaut haben und sagen Glück auf, bis zum nächsten Mal.